Mein Name ist Ruth Halbreder, hier aus Uffenheim. Ich bin in Uffenheim Mitglied des Stadtrats und momentan auch dritte Bürgermeisterin. 2015 habe ich den Antrag gestellt, die Stadt Uffenheim möge sich auf den Weg machen, Fairtrade-Stadt zu werden, weil ich es wichtig finde, dass wir unseren Beitrag leisten zu mehr Gerechtigkeit in dieser Welt und dass alle Produkte, die wir hier nicht regional einkaufen können, wie Kaffee, Kakao, Schokolade, Ähnliches, einen fairen Preis für die Menschen bekommen müssen, die das produzieren und die damit zu tun haben. Die Ausstellung zeigt zum Beispiel, wo Sportbekleidung gefertigt wird, unter welchen Umständen die gefertigt wird. Sie zeigt, wo Bälle gefertigt werden, zum Beispiel auch hier in Pakistan, wie die Menschen dort leben, was die dafür bezahlt bekommen und das ist zu wenig im größten Teil und schlechte Arbeitsbedingungen und all das wollen wir verbessern mit dem bewussten Einkauf. Ganz persönlich und auch im politischen Bereich bedeutet der faire Umgang mit anderen Menschen, der faire Umgang mit den Produkten, mit dem, was andere Menschen produzieren, für mich sehr viel, weil ich das als Voraussetzung sehe für den Weltfrieden. Nur wenn alle Menschen in ihrer Heimat eine Perspektive haben, müssen sie nicht diese gefährliche Flucht antreten, sondern können zu Hause bleiben und überall ein faires und gerechtes Leben führen. Ich bin hier in Uffenheim in der Stadthalle, um die Ausstellung über faire Kleidung zu sehen, weil mich das Thema interessiert und weil hier viele Informationen auf Plakaten zu finden sind. Ja, für mich ist das Thema einfach wichtig, weil es für mich, es geht einfach nicht allen so gut wie uns. Und wenn ich was habe, was mir gut tut, dann möchte ich auch, dass die Menschen, die das hergestellt haben, dass es denen auch gut geht und dass sie einen fairen Lohn haben. Und deswegen interessiert es mich hier einfach mal, wie es jetzt bei dem Thema Kleidung aussieht, wie das da aktuell ist und ja, was da vielleicht auch noch verbessert werden kann.